Mein Name ist Katharina Schwabetissen, ich bin 39 Jahre alt und die Spitzenkandidatin hier in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Krankenschwester und habe nach meiner Ausbildung noch Philosophie und Geschichte studiert. Und was mich besonders interessiert in diesem Land, ist die soziale Ungerechtigkeit, die herrscht. Und was wir dringend wieder brauchen, ist mehr soziale Gerechtigkeit. Mein Thema ist unter anderem der Ausstieg aus der Atomenergie. Wir haben es letztes Jahr mit ganz, ganz vielen Bewegungen, vielen Aktivistinnen und Aktivisten geschafft, die Bundesregierung dazu zu zwingen, den Atomausstieg tatsächlich zu vollziehen. Wir haben aber weiterhin hier in Nordrhein-Westfalen Atomanlagen, in Gronau die Urananreicherungsanlage, das Zwischenlager in Ahaus und das Forschungszentrum in Jülich. Durch Nordrhein-Westfalen sollten lauter Kastoren rollen, die jetzt erstmal gestoppt worden sind, ein Ergebnis der Landtagswahl. Was wir dringend brauchen für Nordrhein-Westfalen ist jetzt ein Atomausstiegsfahrplan. Den hat die alte Landesregierung nicht durchgesetzt. NRW ist weiterhin Atomland Nummer 1 in der Bundesrepublik. Im Landtag werde ich als allererstes dafür sorgen, dass es diesen Ausstiegsfahrplan endlich gibt. Die Atomanlagen in Nordrhein-Westfalen müssen geschlossen werden, und zwar umgehend und sofort. Das ist eine Gefährdung der Bevölkerung, die nicht tragbar ist. Dafür wird die Linke sich einsetzen. Nur mit uns wird es erstens diesen Ausstieg aus der Atomenergie auch wirklich geben, und zweitens wird es nur mit uns soziale Gerechtigkeit in NRW geben. Wer möchte, dass die SPD wieder sozialdemokratisch wird und die Grünen wieder ökologisch, der hat am 13. Mai nur eine Chance: Linke wählen. Oh.